Ja, mal sehen. Viola City Pokémon Arena. Ja, geil. Hey, zwar bin ich kein Trainer, aber ich kann dir gute Tipps geben. Glauben Sie mir, wenn du es tust, kann dir dein Traum der Meisterschaft in Erfüllung gehen. Du gibst mir dann, pass auf, Typ Pflanze ist schwach gegen Typ Flug. Das würdest du dir merken. Das war der beste Tipp des Jahres. Und jetzt geht's los mit den ersten Burschen in der Arena. Lass mich herausfinden, ob du gut genug bist, um gegen Falco anzutreten. Vogelfänger Leo möchte kämpfen. Vogelfänger schickt Habitak in den Arsch. Los. Das war's schon für mein Pokémon. Nur bei Vögel auf Bäume landen, sieht natürlich besser als. Komm, du machst die weg. Du machst bash die weg, Junge. Guck mal, bash die weg jetzt. Bam! Ja, bam, ne? Voll Schatten gemacht, ey, Hurensohn. Geht gar nicht. Aron. Aron. Tackle. Ich müsste den hier eigentlich leveln. Der hat ja Vorteil gegenüber. Das kann dauern. Weißt du was, ich krieg jetzt die Boosters, hab keinen Bock da drauf. Oh Gott, das wird knapp. Oh yeah! Spezielle 166 PP, ja, als wenn! Der levelt hier einfach mal durch. Und der Sound leckt mega. Das kann nicht wahr sein. 206. Ein S für Superman. Das Motto lautet Courage. Alle hier üben Tag und Nacht, um Vogelmeister Trainer zu werden. Kommt schon. Kommt schon, ja. Kommt schon. Kommt schon. Vogelfänger Klausch möchte kämpfen. Yo, Klausch. Klausch schickt einen Taubsi in den Kampf. Geil. Geiles Taubsi. Der Klausch. Mein Aron. Aron. Bam. Bam. Ich geb den jetzt einfach mal. Gib dir jetzt einfach mal seinen Trank. Nein. Ja, da hast du. Da hast du Medizin, Junge. Aber das überspringe ich jetzt auch. Ich habe keinen Bock auf diesen 300 Jahre Kampf. Voll nicht am Cheaten oder so. Ich sehe schon in den Kommentaren. Ich cheate. Aber ich muss so machen. Taubsi, ja. Nein. Blöd. Ah ja, apropos, der Name heißt Aron, weil ja, irgendwie haben immer einen Spitznamen die Trainer, mit denen du tauscht und du kannst ihn nicht ändern, weil die Trainer sonst anfangen zu flamen. So flame und dann. Boah, ich überspringe wirklich nur die Battles, die wirklich so lange dauern. Also so 5 KP abgezogen von 300. Das ist auch kein Bock, ne? Ja, wurde besiegt. Klausch, gar! Lakuda Held, bla bla bla. Und schickt einen Teil nach Hause. Und du bist ein Emo. Ich bin Falco, der Arenaleiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel vom Flugzeug mit einem elektrischen Blitz stutzen kann. Sowas werde ich niemals zulassen. Ich werde dich die wahre. Was? Ach so. Der sieht einfach nur aus wie so ein 80er Jahre Vollidiot. Leiter Falco möchte kämpfen. Leiter Falco schickt Taubsi in den Kampf. Los, Aron. Nee. Bam. Lebensschelle. Oh nein, ne? Das war jetzt, Lehmschelle ist effektiv, weil Lehmschelle eine Bodenattacke ist und Gestein ist
liegt hier auf dem Boden, das heißt, Volltreffer, yo. Ich bin gleich tot. Oder schieß daneben. Oh, doch nicht. Und jetzt bin ich weg. Ich hätte einen Trank geben können, aber ne, hätte nicht so gebracht eigentlich. Arun wurde besiegt. Jetzt kommt man in die hier. Und jetzt macht er sofort Schnabel und dann raste ich aus. Peak. Yo. Jetzt kommt's. Ja, genau, Tauroga. Ja. Okay, Level 9. Windstoss. Das könnte ein bisschen knapp werden. Obwohl. What the fuck? Wenn ich jetzt sofort sterbe, bin ich sauber. Ui. Ich muss mir jetzt gleich einen Trank geben. Haha, hast du nicht mit gerechnet. Toll, jetzt kann ich noch einen Trank geben. Dann gleich nur noch einmal angreifen, weil... Oder zweimal. Ja, das war knapp. Hätte den einen Volltreffer nicht gemacht, Mann. Ich nehme wieder Tacke, weil ich glaube, der macht immer noch mehr Schaden als... Kaum ein Tackle noch. Das ist gewinnbar. Locker. Wieder Volltreffer. Nein! Oh Mann, das ist gemein! Nee! Ja, deine Mutter. Ja, toll. Fick dich. Greg. Guten Abend, ja, ich bin Greg, bist du wach? Das geht für den Film. Ja, toll. Hab's dir schon gesagt. Nein. Ja, ja, toll. Tschüss. Okay, jetzt bin ich angepisst. Okay, ich gehe erstmal dann zum Knofenserturm. Zum Knobelturm. Knofenserturm! Erfahre die Art der Pokémon. Ja. Knofenserturm. Ein über 30 Meter großes Knofenser. Man sagt, es wurde zur Trägersäule des Turmes. Was? Ja, geiles Pokémon. Siehst du, wie sie sich bewegt? Die Trainer findest du oben. Als wenn das ein Knofenser ist und aber ein Turm trägt. Der Knofenser-Turm wurde vor langer Zeit als Pokémon-Trainingsstätte errichtet. Nur wenn du es bis ganz nach oben schaffst, erhältst du eine VM. Ein VM? What fuck? Das kommt. Wie hart wir auch kämpfen, der Turm bleibt stehen. Wollt ihr den abholzenden Turm oder was? Oder was denn hier, ey, oder? Weiser Eckhart. Eckhart! Möchte kämpfen. Ja, stimmt, ne? Los, hoppt, spross, toss, pross, platscher. Okay, hier möchte ich es wirklich überspringen. Oh yeah. Ja, du hast es geschafft, Nick. Synthese! Schrutenschlag! Nick! Geht ab, ey. Nein, will mich nicht wechseln. Nicht jetzt. Und jetzt einfach. Arun! What the f... Ach ja, genau. Ich bin doof. Toll. Der bringt der hier... Der kann ja eh nichts punkten, weil der aus Kacke ist. Gestein ist... Pflanze kann Gestein ja wegbashen. Ich werde sowas von gehatet oder angepisst, wie auch immer, weil ich hier den Dinges benutze. Macht doch so viel Spaß, wenn alles so schnell geht. Ich spiele auch so langsam. Ich kämpfe da, aber ich bin ein Verdammter. Vielleicht kann ich auch einfach so machen, in den Kämpfen benutze ich die ab und zu mal. Nein, what the fuck? Nö. Ein wildes Nebulak. Toll. Der Ding hat gar keine Offensivattacken. Was soll die Scheiße?
Der bringt nichts dagegen. Ja, hier ist nichts. Das hier wäre was. Oh, da ist was. Paraheiler. Geil. Paraheiler. Para. Oh nein. Glaskopf. Wir bewachen diesen Turm in tiefster Dankbarkeit. Ehren wir hier alle Pokémon. Mondebock, Pokémon. Weiser Helmut! Helmut! Kofensa, Hotspur, der hat immer noch keine Attacken, die was bringen. Nick. Nein, zurück. In die wir los. Nein, nicht. Wir wechseln. Ja, so schnell klappt das. So schnell geht das. Also, schön in die Kommentare schreiben. Wenn ihr nicht wollt, dass es so ist, dann höre ich auch wirklich auf. Dann benutze ich das nicht. Außer mir gelangweilt oder so. Nein, ernsthaft. Ja, X-Treffer ist so ein Teil, das kann man einstellen, damit die Volltrefferquote sich erhöht. Aber wenn der Kampf nur aus zwei Attacken besteht, ist das eigentlich voll egal. Synthese, los! Jo, ein KP geheilt. Ablecken. Jo, genau. Erstmal Paralysiert. Nein, bringt ja nichts. Nein, bringt nichts. Bringt auch nichts. Nein, Junge! So. Tot. Ja, na super, ich bin jetzt auch paralysiert. Ja, dann wollen wir mal kurz die Antiparabäre geben, die wir aufgesammelt haben. Ja, geil. Schon geil. Komm, wir kämpfen gegen den auch. Wirbel wie Laub in Wind. Winde, Laub, Wirbel, Wirbel. Oh yeah. Meine Fresse, ich bin zu nah am Mikro irgendwann mal wieder. Ludger. Ah! Knofensa! Los, Hopsprosse! Hopsprosse, genug, komm zurück! Ja, los, dein Liebe! Jo! Rankenhieb! Die sind jetzt nicht sehr effektiv, das wissen wir alle. Tackle. Bam. Ja, Level 14. Ja. Ich bin auf Drogen. Warum muss das denn so sein? Weil ich auf Drogen bin und Hotspur einfach mal Level 7 ist jetzt. Und immer noch keine Offensivattacken hat. Und Nick wird einfach voll vergewaltigt. Vernachlässigt. So. Komm, Nick, du kommst auch mal ran. Und dann wieder nicht. Nur damit du die EP kriegst. Nick, eine Level 6. Ja, Weiser Dunkler wurde besiegt. Ja, wurde besiegt. Ich bin schwach. Good head, lalala. Und einen Teil nach Hause. Und hier, erstmal hin. Nein, noch nicht. Erstmal hier das. Trank, den brauche ich. Aber die Frage ist, wen gebe ich den denn? Ich gebe dir jetzt erstmal Biere, okay. Hier Nick, der kann die gut bauen. Und gib Endivir eine Beere. So. So.
Ich trainiere, um durch Pokémon die Erleuchtung zu finden. Aber hier gibt's ja keine Kirche oder so. Hier gibt's nur den Glauben an Pokémon oder so. Detlef die Soße, ja. I make you sexy. Detlef. Knofenser, ja. Roten Schlag. Schlacken rot. Nick, komm her. Ein, was ein One-Hit. Okay. Nein! Ich hab zu schnell gehandelt. Egal. Besser so. Ja, ja, hast du es gehört, ja. Geht gar nicht. Tackle! Herrl! So, ja, ja. Apropos, wer jetzt seinen Spitznamen haben will, ne, der. Oder wer jetzt überhaupt seinen Namen mal haben will. Oder wie ich das nächste gefangene Pokémon nennen soll, sollen sie einfach mal sagen. Dann tue ich das auch, ey. Aber ich werde natürlich mein personalisiertes Favoritending, also der Nick, die Weiterentwicklung von diesem Visenior oder wie. Ne, ja, Visenior ist, finde ich. Ich glaube, das ist. Ja, ich weiß nicht, ob das die Weiterentwicklung müsste eigentlich sein. Deswegen möchte ich das auch so gern behalten. Ich werde wahrscheinlich einen Kleinstein fangen und einen Pummeluff. Deswegen, Pummeluff wird wahrscheinlich bleiben. Kleinstein vielleicht nicht. Und Aron werde ich irgendwann mal rausschmeißen, weil ich mag auch nichts nicht. Mein Training ist unverständlich. Ich habe das jetzt nur getauscht, damit du das mal siehst und. Für das Gewinnspiel, was später noch kommen wird. Mit der VM des Weisen kannst du selbst dunkles Ort. Ah, okay, es ist Blitz. Blitz, 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 Blitz. Blitz. Weiser Lukas möchte kämpfen. Weiser Lukas schickt Knofenser in den Kampf. Hoffs, Protoss. Okay, sofort tauschen nach Endivien hin. Ja! Wachstum. Bringt dir aber nichts sein Wachstum. Ich dich einfach wegbash. Ja, und schick Anta nach Hause. Juppie, juppie. Du auch, Redentun. Ich will sehen, wie sehr du deinem Pokémon vertraust. Vertrauen gar nicht, so wird scheiße. Pedalit möchte kämpfen. Im Hintergrund laufen gerade die Simpsons. Ja, ein bisschen abgelenkt vom Fernseher. Egal, jetzt wieder gucken. Wie viel macht dafür Schaden? Okay, das macht gar nichts im Vergleich zu Tackle. Bams! Ja, jetzt Bams, so. Level 9, Level, Andy, wir hält auch noch was von Level Wiese. Ingolf setzt Hot Hot ein. Möchtest du. Nein. Ach, das sieht so hässlich aus, wenn er gerade anfängt zu blären. Einfach. Ha, hat sie wieder Bäre geheilt. Und so. Eisenbahn wurde besiegt. Ja, du vertraust ihnen wirklich. Der hätte ich aber nicht gedacht. Du triffst bald auf dem Weißen. Auf dem Weißen! Oh nein. Alter, will jemand verhauen, Alter. Bams. Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht, bekommst du die VM. Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfspiel ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Ja. Er behauptet, ein Weiserer zu sein, aber er ist schwach. Da muss noch geklärt werden. Ich werde nie gegen solchen Narr verlieren, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Da, für mich sind nur starke Pokémon. Schwäche Pokémon interessieren mich gar nicht. Kevin, Fragezeichen, benutzt Seil. Fluchseil gefunden. Okay, was ist das? Dies ist ein dynamisches Gemälde von Knofenser. Okay. Schön, dass du gekommen bist.
Der Knopfwinterturm ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon prüfen ihre Freundschaft und gemeinsam eine riesige Zugabe. Und ich bin der letzte Test. Erlaube, dass ich deine Freunde wünschen dir und deine Pokémon überprüfe, ja? Ja, ja. Komm her. Ja. Weiser, Marek möchte kämpfen. Schick Knuffenser in den Kampf, denn der Kampf beginnt. Hossbross. Kampf, hier, Rutenschlag. Könnte jetzt noch eine Normalattacke, ne? Dann wäre die eigentlich so überpowered gegen Dings. Und jetzt den eintauschen. Ein Bash weg. Ja, das Hossbross. Kann sich natürlich selbst heilen, das ist geil an dem Ding. An dem Ding. Ding. Und wieder geil. Nur ein bisschen natürlich. Giftpool zu erlernen. Aber in Liebe kann ich mehr als 4 Attacken erlernen. So eine Ja. Giftpool ist gut. Heuler. Yeah! Jetzt geht's los. Rot. Nein, nicht ein. Ja, erstmal wechseln. Oh mein Gott, es kann es guten Schlag. Schlag. Leider tot. Tot. Null. Gesichte. Ich check das nicht. Die Attacke verstehe ich nie. Identifiziert. Erhöht sich da überhaupt irgendwas? Aber egal, der ist jetzt eh tot. Andy behält 100. Ja, 1, 2, 3 EP. Weißer Mann wurde besiegt. Ja, sehr gut. Ah, sehr gut. Ein Teil nach Hause. Du und deine Pokémon dürft keine Probleme mit den dieser Attacke haben. Nimm diese vor allem zu ihr Heldblitz. Yeah, geil. Yeah. VM5, Nachholeffekt VM5 in den Penis der anderen. Was? Mit Blitz kannst du die dunkelsten Orte hellen. Und Blitz auch außerhalb eines Kampfes anstellen zu können, benötigst du den Orte der Arena-Leiter bei Viola City. Du. Okay. Beute. Fluchtseil, wo ist das Fluchtseil? Da ist das Fluchtseil. Als wenn ich den ganzen Weg nach unten hinlaufe noch. Tja! Und ja, jetzt gehen wir erstmal zum Pokécenter. Oh ne, ich kämpfe auch nochmal. Ich mache noch nicht Arena-Leiter-Pause. Dingespause, ich kämpfe noch. Ja. Mach mal. Tupfeed. Ja, es geht ab. Ja, ich bin Falco, Arena, das kennen wir alle schon. What the fuck? Oh, Hossbross, geht richtig ab, ey. Geht richtig ab jetzt, Alter. Richtig. Nö. Okay, Tabogat hat irgendwie übertrieben hohe Dönerzahlen. Oh, es geht ab. Ja, ich will das schnell machen, weil, keine Ahnung, ich hab keinen Bock auf langsam. Ja, ich hab gewonnen! Voll geil gescheatet einfach. Verflixt! Mein Vater hat Flugvogel gelebt! Da, also gut, nimm dies! Es ist aber auch bitte für Orten. Der Pokémon nach der Liga. Der Holder hält 900.000 und schickt einen Teil nach Hause. Der Holder hält den Flügelorden. Flügelorden. Der Flügelorden steckt ein Gefährt an deine Pokémon. Außerdem können deine Pokémon jedes Zeit Blitz einsetzen. Amadeus! Hier, aber ich habe noch etwas für dich. Amadeus!
Wer nicht weiß, wer Falco ist, sollte mal Falco googeln. Oder in YouTube eingeben. Der hat da sehr gute Lieder gemacht. Benutzt ein Pokémon eine Idee. Er nennt sofort eine neue Attacke. Über lalala. Mit TM kann man Pokémon Attacken beibringen. Es war, ja. Hallo, Lakota, wir haben etwas über das Eierhaus gefunden. Ja, mein Assistent ist in der Pokémon Center von mir. Klick, klick, klick. Piep. Ach, Mike hier. Erstmal ignoriere ich den Professor auf jeden Fall, den Gehilfen auf jeden Fall, weil ich jetzt mal meine Pokémon wiederbeleben will. Lakota, lange nicht gesehen. Professor Lind hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm bitte das Pokémon ein. Nö. Aber Professor Lind hat nach dir gefragt. Ja, ey, das Ei. Wir haben entdeckt, dass du ein Pokémon erst schlüpfst, nachdem es in Ei gewachsen ist. Ja. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer Pokémon finden, um zu schlüpfen. Lakota, du bist die einzige Person, auf die wir uns verlassen können. Bitte ruf Professor Lind an, wenn das Ei soweit ist. Tja. Damit dann viel Spaß für diese Folge. Ich will mal gucken, was da reinschneiden werden, so ein Scheiß. Und bis zum nächsten Mal.